Servus Leute, heute habe ich ein Raid für euch auf Customs, sozusagen ein Klassiker. Ich war snipen und ich hatte die AK-74N dabei, mit bisschen BS-Ammo. Wenn man die Ammo schon hat, kann man auch die Waffe mal spielen. Ich bin ja nicht so der große Fan von der AK-74, weil sie nicht so die Durchschlagskraft hat. Aber an sich eine schöne Waffe, hatte ich so als Nahkampfbewaffnung. Und dann die DWL für die Long-Range-Snipe-Shots, da gab es auch den einen oder anderen. Aber ich will euch nicht zu viel spoilern. War einfach ein guter Customs-Raid mit einigem an PvP, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Gut, jetzt schauen wir mal. Wetter ist ja gut. Und Knochenreste, danke für 500. Ihr verdient gar kein Taschengeld. Danke für den Beitrag zum Hype Train. Und den fetten Support. Mal wieder. Dankeschön für die Bits. Steht da. Eieiei. Das waren wieder mal so in etwa 50 Schuss, die ich da auf ihn rausgelassen habe. Hat sich gelohnt. RIP. Ja, Dick, das ist, er hat aber auch nicht geschossen, keine Ahnung, was hat er für eine Hauptwaffe gehabt? Ich habe jetzt gar nicht gesehen, aber er hätte schon mal zumindest schießen können. Aber er kannte halt die Spawns nicht, das hat man direkt gemerkt. Muss hin, okay. Na, dann war er noch am Zielen, als er umgefallen ist, wahrscheinlich. Schön ist, ich darf jetzt erstmal das 60er stacken. Geil. Leute, danke für den fetten Hype-Train auf Level, was war das, 5? Danke für den Support, die 5er Bomben, die Bits, alles was reinkam. Oder Level 4, doch, Level 5 war er. Mein Bot zeigt es mal wieder falsch an. Na? Liegt sich's gut? Mit seiner RFB? Jetzt liegt sich's besser. Er hasst mich. Waren über 100, das heißt jetzt helfe die Quest, perfekt. Jawohl. Paid Act on Point. Steht sie's gut? Legen ist besser. Okay, sorry. Schauen wir mal, ob da gleich noch ein bisschen Bewegung ist hier. Taschengeld, Tasching, ding, 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 ding. Ihr verdient gar kein Taschengeld. Michi, danke für die 100. Gigi, Alter. Der Eismann ist da. Das waren aber zwei geschenkte Schüsse, holy shit.
Edgy Badge. Einfach so, wir spielen ein bisschen Customs zum Snipen. Schön, ne? Hätte ich mal bloß 30er mitgenommen. Dude, what are you up to? Don't look and I help you. Dude, put away your gun. Put away your gun and I help you. Okay. Na komm. What the fuck? Diese Waffe ist ja Schrott ohne Ende, Mann. Dude, what are you up to? Talk to me or I kill you. Hello. Do you hear me? Have fun. Ich wollte ihm helfen, hätte er geantwortet. Aber irgendwie wollte er nicht. Ah, Enduro, das ist alles ein bisschen Erfahrung, ne? Ganz normal. Ein Bambi-Killer. Jetzt hört mal auf. Ich habe ihm echt eine faire Chance gelassen. Er wird kein Englisch können. Ja, es gibt Leute, die laufen auch ohne VoIP rum, ne? Kann auch sein. Shit, ich habe keinen Killer dabei. Ah! Oh! Come on! Shot des Grauens. Moin Kane. Spiel deinstalliert, ja. Richtig gemobbt. Wie wär's, wenn du ans MG gehst, Kollege? Komm, so ein Shot am MG. Ja, ja, ja. Normal, normal, живем, пацаны. Ganz schön was los hier. Vom Skeleton sehe ich ihn auch nicht viel besser als von hier. Komm, einmal ins MG oder so, oder ein Granatwerfer, geht auch. Na scheiße, müsst ihr einmal stehen bleiben. Moin Datox, noch nicht viel. Leider kein Patch heute. VoIP. Kommt darauf an, wie viele Mauern dazwischen sind, Grumpy, aber ich würde mal sagen, so maximal so 30 Meter. Patch-Ankündigung. Ja, vom Freitag. Könnt ihr euch durchlesen auf dem BSG-Twitter, wenn ihr wollt. Ich brauche hier schon extrem viel Glück, dass ich den sehen könnte. Also, dass er hier genau richtig stehen bleibt.
meine, der läuft zwar durch, aber treffen kann ich ihn deswegen nicht. Und ich habe zu wenig Ammo dabei. Wow. Ich glaube, der Typ hier einen Kollegen hatte. Ich glaube es nicht. Alter, er liegt aber auch königlich. Ist der gelootet? Oh, da ist er. Habt ihr gesehen? Er lehnt rechts, rechts neben dem Granatwerfer. Er hat mich auf jeden Fall gesehen, das heißt, er aimt weiter ab. Fahr mir jetzt ja nicht in den Rücken. Hier war er. Scheiße. Wäre perfekt, wenn er jetzt noch gepiekt hätte. Da war er. Zwei Typen. Der Typ weiß jetzt, dass ich aim. Noch einer. Ah, jetzt hör doch auf, ey. Verdammt, das Skeff. Mach was anderes. Ich hab keine Ahnung, wo hier der zweite ist. Ob der tot ist? Was der macht. Ob ich den vielleicht mit der Granate hab? Könnte sein, die war nämlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, der Typ, der hier kam, das war der aus dem Fort Knox. Abandoned Villa. Auf Shoreline. The Cottage kann man schon looten, ja. Also der Abandoned Village. So, Village. Keine Ahnung.
Wahrscheinlich schon ein bisschen. Oh ne. Ganz schön was los hier auf Customs, ey. Hier ist jemand. What the fuck? Verdient gar kein Taschengeld. Selbstverständlich. Ding, 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 der Eismann ist da. Mal wieder YouTube-Runde? Möglicherweise, Michi. Mal schauen. Ich habe was gehört hier oben. Oder oben oder unten, ich bin mir nicht sicher. Stirb doch. Ah, ist tot, okay. Ah, die Ammo ist echt nicht das Gelbe vom Ei, ne? Man kann zwar die Waffe gut draufhalten, ne? Aber irgendwie kommt es einem so vor, als würde nicht viel passieren. Welche Ammo meinst du? 5x5 allgemein. Voltec, danke schön für den Prime im zweiten wichtigsten Resub. Willkommen zu Gnabo-Falle. Danke für den Support. Und Servus, wie geht's? Player Scav. Ja, die Waffe hält ruhiger, aber dafür ist die Ammo scheiße, ne? Wobei eine 762 BP genauso ruhig hält. Passt. Hey, Poltec. Nee, ich würde schon BT und BP spielen. BS ist eh die beste, Martin. Also wenn, dann geht's, meinst du BT, BP. Nee, ich würde dann schon eher BT, BP spielen. Hey, Müsli Rapper. RK2? Nee, habe ich so viele davon. Ich habe so wenig Waffen, wo der RK2 dran ist, deswegen. Nicht mein Griff. Luxusprobleme, allerdings, richtig abgehoben. Salava.
Alter, das sind alles Spieler hier, die tot sind, ne? Scheiße. Der geht mir jetzt auf den Sack, da bin ich mir sicher. Mir geht die Ammo aus, das ist das Problem. Der im Crackhaus wird wahrscheinlich schon gelootet sein. Hey, wir verschwinden hier. Scheiß auf den Player Scav, lass ihn da hinten gammeln. Vielen Dank für das Follow bekommen. Oh. Ammo. Cosmos Mania geht sehr gut, wie ist bei dir? Hey Oleg. Hey. Oh Mann, das dauert jetzt erstmal mit der Ammo. PP weg. Oh Mann. Ich dachte, ich habe da ein gutes Mac. Und das mit PP voll. Okay, passt. So. Gut. Ah. Wundervoll. Wundervoller Spruch, Amy. Deswegen ist die Ammo nicht ganz gut. Hey, Schaubi. Er tankt einfach mal den Headshot weg, ne? Überhaupt kein Thema. Okay, der hat eine. Was ist das?
MK17. Aufpassen, dass mich hier keiner sieht. Ah, ne. Treffe einfach besser, ja, guter Call. Vielleicht hat die RFB gute Ammo, glaube ich nicht. Maximal M80. Da brauche ich gar nicht reinschauen. Wenn eine RFB so unwahrscheinlich, dass die M62 hat oder so. Shit, Mann, es waren auf jeden Fall zwei. Ah, hat er die Ammo, ne? Ey, wenn ich Pech habe, hier waren auf jeden Fall zwei. Und einer ist nicht tot. Und der ist nicht gelootet. Das heißt, was tut er? Er gammelt die Leiche. MP9. Er gammelt die Leiche. Lohnt sich nicht, ihn zu looten. Scheiß drauf, ich lass ihn liegen. Nicht mal fürs Dogtag. So, gehen wir langsam raus. Der ist nämlich weggekommen, ich weiß es nicht. Der im Ding wird gelootet sein. Von T-Doggy. Der im Crackhaus wird gelootet sein. Sehr aufpassen auf den Skeff. Er lässt sie liegen oder lohnt sie nicht, keine Ahnung, so oder so. Das Risiko ist es nicht wert, da jetzt ranzugehen. Der ganze schöne Loot, ja. Bist das? Bist da durch? Wenn hier ist offen, passt. Ich meine, ich bin ja eh nicht zum Looten hier. Groß reich wirst du auf Customs meistens eh nicht. Selbst mit den ganzen Kills hier. Wir sind zum Snipen hier. Ein paar Leute haben wir gesniped, ist doch ganz okay. Ein paar 100 Meter Kills gemacht. Kann man lassen. Mach mal Hallo YouTube im Chat, komm. Vielleicht verwende ich ihn, mal sehen. Mal sehen, verewigt euch mal, macht mal alle Hallo YouTube. Mal sehen, wie viele Kills haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Kills? Ja.